So, herzlich willkommen wieder zurück zu einem Foli von Folies Game House zu einer neuen Folge. Und ich würde mal sagen, fast die letzte Folge hier, zumindest zum Metal Gear Solid 1, Part 10, die Fäuste soll entscheiden, ja. Snake, also Liquid. Die zwei Brüder haben wir jetzt herausgefunden, ja, treffen jetzt aufeinander. Finales, ich sag mal, Boxkampf, kann man was sagen, Fight-Boxkampf. Ja, die sollen es auf jeden Fall richten und entscheiden. Bin mal gespannt, wie wir uns durchschlagen. Mal gucken, wie das Ende ausgeht. Schön auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Hier live auf Twitch oder die Leute auf YouTube, die mich da beliebäugeln bzw. da sind. Freut mich umso mehr. Für neue Leute freue ich mich auch noch hinzu, dass sie ja, vielleicht sogar, wenn der Clip euch gefallen hat, ein Like da lassen, vielleicht sogar ein Abo da lassen. Würde ich mich umso mehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play oder Replay wieder. Wie gesagt, versucht das Projekt jetzt auch ein bisschen auszubauen. Metal Gear, da können noch ein paar Teile kommen. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall, Stück für Stück, werden auf jeden Fall noch Teile aus der Vergangenheit hinzukommen. Für mich war Hauptsache erstmal auf jeden Fall Metal Gear Solid 1, also beziehungsweise dieser Teil. Ist ja eigentlich ursprünglich mal der dritte Teil gewesen. Da gibt es dann zwei Vorreiter aus der 16- und 8-Bit-Serie. Die sind Ende der 80er auf jeden Fall aufgetreten. So, ich glaube 87 und 89 ist da einer aufgetreten. Das waren auf jeden Fall so Spiele, die bei uns in Europa gar nicht erhältlich waren. Oder erhältlich waren. Kam jetzt im Nachhinein auch mit dieser Collection kam die hinzu. Mal gucken, ich werde mal reingucken, ob das was für uns ist, beziehungsweise für mich ist. Und euch zu präsentieren, bin mir dann ganz sicher, wie gesagt, für mich war das der springende Punkt, mit dem bin ich auf PlayStation 1 groß geworden, beziehungsweise hat mich damals das Spiel so fasziniert, weil es diese Richtung gab es in den Spielen noch nicht, habe ich aber in den mehreren vergangenen Parts jetzt schon erzählt gehabt, glaube ich, will da auch nicht tiefer eingehen. Ich kann nur so sagen, wie gesagt, damit bin ich groß geworden, aufgewachsen und es hat mich damals so gefesselt und ich freue mich umso mehr, dass ich es nochmal präsentieren darf, beziehungsweise spielen darf mit euch zusammen. Aber ich will gar nicht lange ein paar Labor rumreden. Gucken wir mal, wie es ausgeht. Schön, dass ihr da seid. Und los geht's. Wir müssen auf jeden Fall unter den 2 Minuten schaffen. Bisschen eingerostet. Na komm. Was ist los? Eingerostet? Ja.
Oh, hat er mich runtergehoben. So. Okay, das ist schon mal schief gelaufen. War schon mal Versuch Number One. Wie kann einer lachen? Der ist mit Sinn in die Luft gelogen. Geflogen, Entschuldigung. Naja. Ich hänge trotzdem gerne einen ab. So. Tritt auf die Finger. Du hast keine Zeit. Oh, jetzt hat er mich wieder runtergeschubst. Die Hunde, Elende, komm! Zweimal ist einmal. Jenna 4, grüß dich. Hallöchen, wie geht's dir, meine Gute? Merl? Merl. Snake? Bist du es? Snake! Du lebst! Gott sei Dank! Merl! Oh! Bist du okay? Wir haben es eilig. Okay? Wir verpassen unseren Bus. Alles? Merl, es muss schrecklich gewesen sein. Gut geht's. Schön zu hören. Das freut mich. Ich habe die Folter überlebt. Folter? Und das war nicht das Schlimmste. Sondern? Ich habe gekämpft. Genau wie du. Du bist eine starke Frau. Im Kampf fühlte ich mich dir nahe. Ja, du doch. Warst bei mir. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Danke der Nachfrage. Aber ich hatte Angst. Es tut mir so leid. Sag das nicht. Ich habe etwas gelernt. Trotz der Schmerzen und der Scham war ich mir einer Sache sicher. Meine einzige Hoffnung. Diese Hoffnung hielt mich am Leben. Snake, ich wollte dich wiedersehen. Um dir zu sagen, dass ich auf Frauen stehe. So. Mein Codec. Snake, ich bin's. Otacon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Gut. Sie haben sie gerettet. Gute Juhu. Arbeit. Zur schlechten Nachricht. Wir werden bombardiert.
Oh nein! Wir sind jetzt wohl entbehrlich. Gibt es einen Weg hier raus? Einen Weg? Ja. Folgen Sie dem Ladetunnel an die Oberfläche. Nebenan ist eine Garage. Der Tunnel führt von dort an die Oberfläche. Die Tür vor uns? Nein, es ist ein kleiner Eingang westlich davon. Was ist mit dem Sicherheitssystem? Schon offen. Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen? Ich kümmere mich auch um die Sicherheit auf Ihrem Fluchtweg. Was machst du? Ich? Ich bleibe hier. Du bist ja verrückt. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für Ihren Fluchtweg. Aber... Das Öffnen der Türen ist gefährlich. Ich bin der Einzige, der das kann. Otacon? Keine Sorge. Ich bleibe hier. Es ist meine freie Entscheidung. Otacon, dies ist ein verstärkter Bunker. Aber die verwenden Atombomben für unterirdische Ziele. Er wird nicht standhalten. Ich bedauere die Vergangenheit nicht. Es geht im Leben nicht nur um Verlust. Sondern? Snake! Ich fühle mich jetzt wie ein ganzer Mensch. Ich habe einen Grund zum Leben. Gut, dann stirb mir nicht. Sie auch nicht. Kümmern Sie sich um Merrill. Mach ich. Ich muss los. Ich kümmere mich um Ihren Fluchtweg. Danke. Danke. Das klingt nett. Ich glaube an dich. Danke, Snake. Wir müssen hier raus. Was ist mit ihm? Wo ist Otacon? Er kämpft eben. Jetzt mit seinem alten Ich. Um sich selbst zu finden. Kämpft er auch für uns? Ja. Und es soll nicht vergeblich sein. Gut. Sonst müssten wir doch auf unsere Liebesszene verzichten. Sieht so aus. Schade. Wir müssen raus. Snake, es ist eiskalt. Du brauchst was zum Anziehen. Da ist mein Sneak-Anzug. Schnell! Nicht schlecht, Snake. Schnell! Ich fahre. Eine Sicherheitskamera. Verdammt, kein Schlüssel. Auf geht's!
schieß uns frei. Na, dann gib mal Gummi. Aber wie soll man dann sagen, genau, zisch ab den Gummi. Sehe auch hinter, Junge. Hält mal Kugelhagel aus, ist ja klar. Gerüttelt. Meryl, kannst du dich bewegen? Hat keinen Zweck. Geht nicht. Was ist mit Liquid? Ich kann ihn nicht sehen. Liquid ist tot. Huh? Snake! Wenn er tot ist, bedeutet das... Sag's nicht, Snake. Was ist mit dem Luftangriff? Keine Stealth-Flieger in Sicht. Snake, hören Sie mich? Colonel, sind Sie okay?
Colonel, was ist los? Der Verteidigungsminister wurde verhaftet. Vorzeitige Pensionierung. Verhaftet? Ich konnte den Präsidenten erreichen. Metal Gear, die Übung, alles. Es war alles ein Alleingang des Verteidigungsministers. Ein Alleingang? Was ist mit dem Luftangriff? Dem Atomangriff? Die Befehle wurden aufgehoben. Die F-117 und die B-2 Spirits kehrten zur Basis zurück. Spirits? Ich habe erneut das Kommando über diese Operation. Aha. Washington würde Geheimnisse nicht mit einem Atomangriff vertuschen. Ich war nicht sicher. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, keine Sorge. Meryl ist okay. Wirklich? Danke. Danke, Snake. Noch gern geschehen. Kleinigkeiten sind immer groß. Dass ich Ihnen so viel verschwiegen habe. Schon in Ordnung. Colonel. Snake, ich bin kein Colonel. Oh ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für Sie. Bei Ihnen in der Nähe ist ein Schneemobil. Mai Ling sah es auf dem Satellitenfoto. Zu dieser Jahreszeit sind die Gletscher ziemlich ruhig. Sie sollten da einfach rausfahren können. Ich wette, die Jungs vom DIA und vom NSA hätten Sie nicht lebendig zurückerwartet. Ich auch nicht. Ich lasse mich besser nicht mehr sehen. Keine Sorge, ihr beide seid offiziell tot, nachdem der Jeep im Meer versank. Das wäre ohnehin fast wahr. Auf Fox Island wartet ein Helikopter auf Sie. Dr. Hal Emmerich müsste irgendwo auf der Basis sein. Jemand soll ihn holen. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Okay. Roy, sind Sie in Ordnung? Keine Sorge. Ich habe eine Art Lebensversicherung. Eine Kopie von Mai Lings Daten. Solange ich das habe, sind Sie, ich und Mai Ling sicher. Die Batterie für die Nanomaschinen ist fast leer. Sie können uns nicht mehr folgen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Keine Sorge. Ich werde Sie besuchen. Wirklich? Da freue ich mich drauf. Roy, sagen Sie mir etwas. Was? Über Fox Die. Meryl ist okay. Sie war nicht in das Programm eingeschlossen. Was ist mit mir? Es tötete Liquid. Naomi will selbst mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Wie geht es ihr? Keine Sorge. Eileen ist gerade bei ihr. Ich stelle zu Naomi durch. Snake, ich bin's. Naomi. Ich hörte über meinen Bruder. Tut mir leid. Ich sollte Ihnen eine letzte Nachricht übermitteln. Hm? Er sagt, Sie sollen ihn vergessen und nun Ihr eigenes Leben leben. Frankie sagte das? Ja. Er sagte auch, dass er sie immer lieben wird. Naomi, Ihr Bruder rettete Sie, mich und die ganze Welt. Er kämpfte mit aller Kraft, die er in sich finden konnte. Vielleicht hat er endlich Frieden gefunden. Er war nicht mehr wie mein Bruder. Seit dem Kampf mit ihnen in Sansibar war er fast wie ein Geist. Er suchte einen Platz zum Sterben. Naomi, Liquid starb auch an Fox Die. Was ist mit mir? Wann sterbe ich? Es liegt an Ihnen. Was meinen Sie? Jeder stirbt, wenn seine Stunde schlägt. Ja, und wie viel Uhr habe ich? Es liegt an Ihnen, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Leben Sie, Snake. Mehr kann ich nicht sagen. Das Schicksal jedes Menschen ist im genetischen Code festgelegt. Es kann nicht geändert werden. Aber es gibt mehr im Leben. Ich weiß das jetzt. Ich sagte es bereits, der Grund, weshalb mich Gene und DNA interessierten. Ich wollte wissen, wer ich war, woher ich kam. Ich wollte durch das Analysieren meiner DNA herausfinden, wer ich war, wer meine Eltern waren. Dieses Wissen sollte mir helfen, einen Weg für mein Leben zu finden. Aber das stimmte nicht. Ich fand nichts. Ich lernte nichts.
Genau wie mit den Genomsoldaten. Sie verfügen über die Genominformationen, aber das macht sie nicht zu den stärksten Soldaten. Wir können nur über DNA sagen, dass sie die potenziellen Stärken steuert. Das potenzielle Schicksal. Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Snake, es ist nicht wichtig, ob Sie im Fox-Die-Programm sind. Wichtig ist, dass Sie das Leben wählen. Und dann leben. Glauben Sie nicht, Snake? Keine Sorge. Ich werde das Leben auch wählen. Bis heute habe ich nach einem Grund zum Leben gesucht. Von heute an werde ich nur leben. Gene existieren, damit wir durch unsere Kinder Hoffnung an die Zukunft weiterreichen können. Leben ist eine Verbindung zur Zukunft. So verhält sich alles Leben. Gegenseitige Liebe, neue Erfahrungen. So geben wir die wichtigen Dinge weiter. Ich habe das erkannt. Den wahren Sinn des Lebens. Danke, Snake. Ich fand das hier. Behalten wir es als Erinnerung. Als eine Erinnerung an eine erfolgreiche Mission oder an unser erstes Treffen? Als Erinnerung an das Leben. Hm? Bis heute habe ich nur für mich gelebt. Überleben war das Einzige, das mich interessierte. Du bist nicht der Einzige. Es geht allen so. Ich fühlte mich nur lebendig, wenn ich dem Tod gegenüberstand. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das an meinen Genen. Und jetzt? Was sagen dir deine Gene über die Zukunft? Vielleicht ist es Zeit, für jemand anderen zu leben. Jemand anderen? Ja. Jemanden wie dich. Oh. Vielleicht ist das die Art zu leben. So, wohin, Snake? David. Ich heiße David. Okay, wohin, Dave? Ich denke, es ist Zeit, wir schauen uns nach was Neuem um. Was Neuem? Ein neues Ziel. Werden wir das finden? Bin ich sicher. Da bin ich sicher. Was ist das? Karibus. Die Indianer halten Karibus für ein Symbol des Lebens. Es wird bald Frühling hier. Für uns auch. Ja. Zweiter Frühling. Frühling bringt zu allem neues Leben. Eine Zeit der Hoffnung. Ich habe lange hier gelebt. Aber Alaska war nie schöner als jetzt. Der Himmel, das Meer, das Karibu und vor allem du. David, du alter Schamö. Ich glaube, ich könnte mich an dieses neue Leben gewöhnen. Komm, lass es uns genießen. Das beruht leider auf Tatsachen. Zumindest was man jetzt im Abschnitt so ein bisschen liest. Oh.
So, meine Lieben, und das war's auf jeden Fall. Leider schon. Von Metal Gear Solid 1. Das war der Abspann. Und Part 10, sage ich mal dazu. Und wir sehen uns dann in Metal Gear 2, 3, 4, 5 wieder. Freue mich jetzt schon drauf, wenn ich euch wieder begrüßen darf. Und ansonsten lieber Let's Play oder live dann auch auf Twitch oder wie gesagt auch auf YouTube. Freue ich mich, euch wiederzusehen. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Lasst den Abspann noch ein bisschen alleine. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Euch eine schöne Zeit. Ade.
von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Wichtig ist, dass sie das Leben wählen. Und dann leben. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger? Ja, Sir. Fox Dye sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Ja, Sir. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja. Der DARPA-Chef kannte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja, der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig. Bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir. Ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, Mr. President. What, Mr. President? So, das war's auf jeden Fall. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Wie gesagt, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.